Zeit ist los. Haare und Frisur sind für mich und meine Freundinnen immer ein Thema. Und da das so ist, ist es uns auch nicht egal, wie uns nahestehende Menschen oder auch andere Wesen diesbezüglich aussehen. Und das macht auch vor unseren langhaarigen oder kurzhaarigen Freunden auf vier Beinen, den Hunden, nicht Halt. Und für dies im Grunde gut gesorgt, denn es gibt immer mehr wunderbare Hundesalons, in denen vom Fachmann dem Hund zum nötigen und vielleicht auch zum Frauchen passenden Look verholfen wird. Und heute sind wir in einem Hundesalon in Hürth-Efferen mit dem wunderschönen Namen Fellwechsel, den Germaine und ich jetzt mal antesten werden. Na Germaine, hast du Lust? Ja, ich muss dringend Germaine zu Ihnen bringen, weil sie riecht nicht mehr so gut und sie braucht dringend ein bisschen einen anderen Look. Ich meine, das Fell wäre so stumpf. Können Sie da was machen? Da können wir auf jeden Fall was machen. Wir nehmen ein bisschen von dem toten Haar auf und baden sie mal. Bei verschiedenen Grumern gemacht. Auch Grumer nennt sich der Beruf. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie Sie dazu kamen, zu dieser Idee, einen Hundesalon aufzumachen. Also ich habe in den 90er Jahren eine Ausbildung zum Tierpfleger begonnen und auch beendet im Zoo in München und wollte eigentlich immer was mit Heimtieren zu tun haben. Und ja, da bot sich das an, einen Hundesalon zu eröffnen. Ich habe selber drei Hunde und die sind zum Teil auch im Tierheim, mit denen mache ich auch Hundesport und daher ist das so meine Leidenschaft, die ich dann auch verwirklichen konnte als Beruf. Schön. Wie ist das denn jetzt? Die kommen ja die unterschiedlichsten Hunde zu Ihnen, die sind ja auch sicher alle unterschiedlich gestimmt. Muss man da auch fast ein Psychologe sein? Man sollte sich schon auskennen, was der Hund einem gerade sagen möchte und wissen, wo die Grenzen liegen. Ein schönes Fell ist ja kein Zufall, Herr Küpper. Was kann ich als Hundebesitzer dafür tun? Wichtig ist eine gute Ernährung des Hundes, dass er komplett mit einem versorgt ist. Meistens ist das mit dem richtigen Hundefutter zu erreichen, also man muss nicht viel kochen. Dann kann man die Hunde auch mit entsprechenden Pflegeprodukten behandeln. Also ein Bad und ein gutes Shampoo kann man durchaus empfehlen, um die ganzen Umweltrückstände auch aus dem Fell rauszubekommen. Womit arbeiten Sie jetzt, Herr Küpper? Ich habe hier so ein Trimmmesser. Zeigen Sie uns das mal. Und damit nehme ich das tote Deckhaar etwas raus. Ah, ja. Ist das normal, dass man jeder Hundesalon so arbeitet? Es gibt einige Kollegen, die das auch machen. Aber viele scheren halt lieber ab. Und die bessere Art der Bearbeitung des Fells bei dieser Rasse wäre halt das Trimmmesser, um die Haare wirklich komplett zu entfernen. Germaine hat ganz schön viel Haar gelassen. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt sie in die Wanne und dann machen wir Wash and Go. Germaine, du riechst jetzt so lecker nach Banane. Das ist ja schön. Womit muss ich rechnen bei einer Komplettbehandlung eines Hundes, also rein finanziell? Das fängt an bei 25 Euro und geht bis zu 120 ungefähr. Also je nach Fell und so weiter, ja? Und genau, schneidet nach Zeitdauer, nach dem, was wir machen. Aber ich könnte auch, wenn ich jemand habe mit Hund, einen Gutschein verschenken. Ja, das wäre auch eine schöne Geschenk. Also wir haben unseren Fellwechsel jetzt hinter uns. Im gleichnamigen Salon in Hürth-Efferen von Heinrich Küpper. Und Germaine, wie gefällt es dir?